Dann können wir nämlich jetzt ganz sneaky von der Seite kommen und unser Attentäterschwert auf jeden Fall benutzen. 7 Level haben wir. Nice, wir haben sogar ein Enchantment Table bekommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Skywars auf der Map Village. Das ist eine 16x1er Variante und wir spielen, wie man es schon sehen konnte, den Attentäter. Und der Attentäter startet mit einem Schärfe 1 Diamantschwert und ist damit am Anfang auf jeden Fall relativ gut dabei. Zwar nicht was Rüstung angeht, das ist ein kleiner Nachteil im Gegensatz zum lieben guten, zum Tank. Nice, das ist auf jeden Fall gut. Aber wir haben auf jeden Fall das beste Schwert, was man hier so bekommen kann. Und das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Vorteil, den man hat. So, und dann gucken wir mal, was wir hier jetzt noch so an Stuff haben. Rüstung sieht in Ordnung aus, wenn wir uns jetzt gleich noch was dazu craften. Dann haben wir eigentlich relativ, in Ordnung eine Rüstung. Ach ja, und wir haben auf jeden Fall noch Diamantstiefel. Das sollte man auf jeden Fall noch dazu erwähnen. So, wir machen uns jetzt noch von unserem Stuff eine Eisenbrustplatte auf jeden Fall. Und ich glaube, ich mache mir sogar einfach mal hier eine Spitzhacke. Und damit werden wir uns dann jetzt mal die Diamanten hier snacken. Vielleicht kriegen wir sogar noch ein paar Coins. Das wäre echt cool. Und mit den Diamanten können wir uns natürlich auch schöne Rüstung machen. Was sehr vom Vorteil ist. Weil wir haben auch eine Enderperle bekommen. Das ist saugut. Deswegen haben wir gerade mal nicht so viel Stress, was hier Equipment angeht. Beziehungsweise was Leute töten angeht. Da gucken wir jetzt mal, was wir so machen. So, und wir machen uns auf jeden Fall mal einen Diamanthelm, weil der schön ist. So, bringt uns ein bisschen besseren Schutz. Und dann hätte ich mal gesagt, gehen wir zum nächsten Gegner. Ein Kompass haben wir auch, der ist in dieser Richtung. Der ist dann wahrscheinlich auf der Insel. Der hat... Okay, nice. Das sieht doch schön aus. Der sieht so aus, als wäre das irgendwie so ein Enchanter. Da gibt es nämlich auch so ein Kit. Ich habe keine Ahnung so richtig von den Kits. Was gemerkt. Hat er nicht. Das ist gut. Dann können wir nämlich jetzt ganz sneaky von der Seite kommen und unser Attentäterschwert auf jeden Fall benutzen. 7 Level haben wir. Nice, wir haben sogar ein Enchantment Table bekommen. Und hier haben wir eine Schutz-Dierhose, ein Schärfe-Schwert haben wir auch nochmal. Nice, nice, nice. Das ist cool. Das finde ich sehr fresh von dem Dude. Auf jeden Fall danke dir. So, dann verzaubern wir jetzt erstmal unsere Eisenbody auf Level 1 bitte, wenn es geht. Dankeschön. Auf Schutz, das ist sehr gut. Und dann werden wir unsere Dia auch noch auf Schutz. Nice, sehr gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal bessere Rüstung, als wir als Tank haben könnten. Das ist auf jeden Fall vorteilhaft. So, die machen wir dann dahin. Und besseres Essen haben wir jetzt gerade nicht so unbedingt. Wir werden den Enchantment Table einfach mal mitnehmen, falls da noch was Besseres bei rauskommt. Die Dias hat er alle sich schon gegönnt. Und dann gehen wir mal direkt weiter zum nächsten Gegner. Und der scheint auch wieder so einer zu sein. Von der Sorte, die wir gerade eben hatten. Ich weiß nur nicht, wie der equipped ist. Das sehen wir nämlich dann jetzt auch einfach gleich. Hätte ich mal so gesagt. So. Und dann werden wir uns hier hinbauen. Hoffentlich hat er keine Angel. Wenn nicht, dann haben wir ein kleines Problem. Aber, meine lieben Freunde. Wir schaffen das auf jeden Fall. So. Er sieht uns auf jeden Fall, er hat uns auf jeden Fall gesehen. Wir snacken uns mal den Goldapfel. Und dann hätte ich mal gesagt, dass wir da jetzt mal als Attentäter von oben kommen. Oh Gott, nice, wir haben ihn. Super, geil. Und der hatte hier eine Diamond Body, die holen wir uns jetzt mal. Und die hat Schutz, nice, wir haben Protection. Ich glaube, wir haben sogar Full. Nein, wir haben noch die Fallschuhe. Aber wir haben 30 Enchantment Bottles. Yo. Läuft auf jeden Fall. Kann man mal haben. So, dann haben wir hier, wo haben wir... Oh, nice Steaks haben wir auch einige. Das heißt, wir haben hier so mal richtig guten Stuff. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch gut zu Ende bringen. Und der nächste Gegner ist da in dieser Base. Aber ich weiß nicht, was der so viel Equipment hat. Das ist so die Frage. Wir sollten uns vielleicht mal eine Angel zu legen. Das wäre gar nicht so schlecht. Das wäre, glaube ich, ein echt guter Vorteil, den wir hätten. So, weg damit. Was ist denn da noch drin? Der macht sich Eisen, alles klar. Läuft bei dem. Okay, jetzt kommt er auf jeden Fall. Wir haben sau viele Hilfe. Das ist unser Vorteil. Okay.
Der hat aber einiges an Knockback bekommen von mir. Der ist auf jeden Fall down. Ja, genau. Ja, Friend, ich gar nichts mache, wenn ich so viel Knockback ausdehne, ne? So, jetzt haben wir auf jeden Fall mal hier die Angel. Und was tun wir damit hin? Lol, wir haben sau viel an Healpots, ne? Das ist richtig schön. So, machen wir mal das. Und ja, keine Ahnung, wo ist denn der nächste Gegner? Ich glaube, der ist in der Mitte. Das ist leicht semi-optimal, sagen wir es mal so. Aber da gehen wir jetzt dann trotzdem hin. Und ich muss sagen, ich feiere das, dass die Runde echt schön im Moment aussieht und echt gut läuft. 6 Spieler leben noch. Ich laufe jetzt einfach mal hier von Base zu Base. Mal gucken mal, was sich hier noch so machen lässt. So, aber wir sollten hier vielleicht mal ein bisschen unseren Kram hier ausmisten. Ich weiß gar nicht, was ich hier wegwerfen soll. Das ist total schlimm. So, den Wassereimer bräuchten wir noch. Das machen wir mal weg. Okay, in der Mitte ist auf jeden Fall einer. Das sieht man. Der wird wahrscheinlich auch Eier oder sowas haben. Aber wie gesagt, wir hätten eine Enderperle, um uns zu saven. Das wäre halt, wie gesagt, echt wichtig, dass wenn da uns einer treffen würde. Aber ich glaube nicht, dass uns auf die Distanz hier einer treffen würde, oder? Das wäre schon sehr merkwürdig. Aber es kann natürlich alles passieren. Man weiß es nie so genau. Wie gesagt, der ist in der Mitte auf jeden Fall. Da müssen wir uns weiter von Base zu Base hangeln, bis wir nochmal einen anderen Spieler sehen. Das ist immer noch der getrackt. Ich werde allerdings jetzt auch mal Enderperle und den Kompass hier so ein bisschen switchen, dass falls mich wirklich einer runterschlagen sollte, ich direkt auf die Enderperle switchen kann, damit ich mich direkt safen kann. Weil ansonsten habe ich ein kleines Problem. Wenn ich mich nicht retten kann, dann wäre die Runde nämlich im Arsch. So, der nächste Gegner ist immer noch in der Mitte. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht sein, Leute. Das gibt's nicht. So, dann sind wir hier in der nächsten Base. Der Typ ist immer noch, beziehungsweise der nächste, der getrackt wird, ist immer noch in der Mitte. Da sind Diamantschuhe. Ich weiß nicht, ich glaube, ich belasse es einfach bei den Federvollschuhen. Das ist besser. Vor allem mit der Enderperle. Wenn ich die jetzt werfe, dann bekomme ich kaum Fallschaden. Und auch so kann ich jetzt ganz sneaky von der Seite kommen. Es ist jetzt auch gerade egal, dass ich mich dann hier das Haus hoch baue, weil ich habe, wie gesagt, Federfall 3. Und das ist schon eine ganz schöne Sache eigentlich. So. Ja, jetzt gucken wir mal einfach, wie viel Fallschaden wir hier bekommen. Ja, immer noch 3 Herzen, aber ich meine, das ist besser. Ob so ist, weiß ich nicht. So, wir tracken auf jeden Fall mal gerade einen anderen Gegner. Der hier gerade aus ist, werden wir jetzt einfach mal gucken, ob wir den Dude hier irgendwo treffen. Ist der? Mister? Ah, da hinten, okay. Alles klar. Oder das ist der gerade, nee, ist es nicht. Das dürfte ja eigentlich nicht sein. Dann werden wir da jetzt mal hinlaufen und den versuchen ein bisschen zu töten. Wobei ein bisschen zu töten natürlich auch wieder so eine witzige Formulierung ist eigentlich. Versuchen den Dude jetzt mal so ein bisschen zu töten. Oh, alles klar, nicht ganz töten, aber nur so ein bisschen, ne? So, meine Freunde. Der dürfte sich geradeaus weitergebaut haben. Der ist da oben. Danke für diese schöne Treppe, mein Freund. Und er passt nicht auf. Und das war's. Tschüss. Nice. Läuft. So. Der nächste Gegner ist in dieser Richtung. Ich sehe ihn allerdings nicht. Doch, da oben. Okay, wenn wir jetzt ganz schnell sind, dann sind wir wenigstens bei uns in der gegnerischen Base. Dann kann der uns auch nicht runterschlagen. Gott, ich bin so unfähig gerade. So, wo ist der Dude denn? Der ist da oben. Ist der andere auch da oben? Wollen die mich gerade beide verarschen? Sind die beide da oben? Haben die sich beide da hingebaut? Okay. Das ist natürlich, wenn das jetzt wirklich so wäre, dann ist das natürlich ein bisschen semi-optimal. Ah ne, der andere ist da hinten. Jetzt können wir es natürlich probieren. Entweder den Typ da vorne zu töten. Also beziehungsweise wir können jetzt mit der Enderperle da hingehen und den wegschubsen. Das wäre eine Möglichkeit. Warte mal, haben die beide denselben Skin? Nee, haben sie nicht. Andere Möglichkeit wäre natürlich, ich glaube, der will mich locken. Ich habe so das Gefühl, das würde er mich locken wollen.
Na, das sieht mir so aus. Das sieht mir echt so aus. Wie gesagt, wenn wir den da getötet bekommen, dann hätten wir den nicht mehr als Problem. Aber dann wäre der oben da ein großes Problem für uns. Bau dich weg. Ich glaube, es ist wirklich die bessere Variante, wenn wir jetzt da mit einer Enderperle einfach hingehen. Okay, warte mal, hier das Ding. Gehört das noch zur Base? Ich bin gerade irgendwie richtig unsicher, weil wenn ich die Enderperle jetzt verwerfe oder dahin hinwerfe, dann bin ich im Arsch. Ja. Ach, weißt du was, komm, Jogo. Ja, genau das war nämlich das, was ich gemeint hatte. Oh nein. Schade, aber die Runde war meiner Meinung nach sau spannend. Und die Runde hat mir selber auch sehr gefallen. Und ich würde mal sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Wenn nicht, dann konstruktive Kritik. Guck mal, das hätte sowieso noch ewig gedauert. Und dann hätte ich mal gesagt, wie gesagt, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder oder beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann und tschüss.